Hi Leute, hier ist Markus vom Fitnessstudio Maximus in Plessa und ich habe heute mal den Michael Dietze da. Er ist Spezialist für die physikalische Gefäßtherapie der Firma Behmer und er wird mal heute ein bisschen was in der Tiefe erzählen, was ist Behmer und warum Behmer kein Nice to Have mehr ist. So, ich begrüße mal den Micha. Hi Markus. Hi. Ja, Micha, was ist Behmer und was macht Behmer? Danke erstmal für die Einladung, Markus, dass ich heute hier sein kann und kann unseren Zuhörern ein bisschen was erzählen, was die Behmer-Therapie ausmacht, die ich jetzt selbst seit über 8 Jahren für mich selbst anwende, im größten Teil rein präventiv, weil man hat ja festgestellt im Leben, dass Gesundheit deutlich günstiger ist wie Krankheit und es ist halt so meine Prämisse, gesund und fit bleiben und manche wollen eben wieder gesund werden oder müssen gesund werden. Und da kommt dann auch die Bedeutung der Behmer-Therapie als eine Therapie, die seit 21 Jahren existent ist und nach 21 Jahren nebenwirkungsfrei und nicht medikamentös anwendbar ist. Das sind so die beiden großen Schlagworte, wenn ich die Behmer-Therapie beschreiben würde. Und die herkömmliche Medizin wird ja in der Regel verabreicht über Wirkstoffe, die wir zu uns nehmen. Ob das oral ist durch den Mund, ob das intravenös ist. Und der entscheidende Vorteil der Behmer-Therapie ist, dass wir physikalisch von außen auf den Körper einwirken und nicht zwingend das Blut brauchen, um Wirkstoffe zu transportieren, weil ja genau hier die größten Herausforderungen liegen, warum die meisten körperlichen Krankheiten überhaupt erst entstehen. Was macht Behmer? Warum ist Behmer so effektiv, wie du gerade sagst, mit der Vasomotion? Ich nehme mal das Wort vorweg. Was macht Vasomotion eigentlich wirklich? Also man hat mir das Thema vor knapp 10 Jahren das erste Mal erklärt, das war meine Hausärztin. Und meine Hausärztin hatte ein Talent. Sie hat uns, war eine kleine Gruppe, 5, 6 Leute, Patienten von ihr, einen Vortrag gehalten und eine Stunde lang, ohne einen lateinischen Begriff zu erwähnen. Und das ist für einen Arzt Höchstleistung. Und hatte aber den Effekt, ich habe es verstanden als medizinischer Laie. Und genauso ist auch meine Aufgabe in den Vorträgen, die ich mache, es so einfach zu erklären, dass es auch jeder versteht. Und man hat mir erklärt, das Herz ist zuständig für unsere ganzen großen Gefäße. Ja. Jetzt habe ich hier vielleicht Ruhepuls, 60 Schläge pro Minute, geht auch mein Herz 60 Mal, Puls geht 60 Mal. Ja. Jetzt gehe ich raus oder trainiere bei dir im Fitnessstudio eine halbe Stunde, mein Herzschlag geht auf 100 Schläge hoch. Auch mein Puls geht Punkt 100 Mal. Das ist 1:1 große Gefäße vom Herzen aus. Nun bestehen wir aber von 100% Gesamtdurchblutung nur zu 1/4 aus großen Gefäßen und 3/4 sind die sogenannte Mikrozirkulation, Kapillar-Haargefäße. Und so eine Kapillare ist im Schnitt 10-mal dünner als das eigene menschliche Kopfhaar. Unglaublich. Und würde man all diese Mikrogefäße, die wir in uns haben, als einen Schlauch stecken können, reden wir ca. 100.000 Kilometer. Das ist kaum bis gar nicht vorstellbar. Und hier hat der Körper aber Unterstützung, weil das Herz alleine könnte niemals das Blut als zähe, dickflüssige Masse durch ein Adernetzwerk von über 100.000 Kilometer pumpen. Das würde es gar nicht schaffen, egal wie spektakulär unser Herz auch ist. Und hier hat das Herz Unterstützungen vom Körper. Und diese Unterstützung, also erwähnt, heißt Vasomotion. Vaso steht für Gefäß, Motion, Motion für Beweglichkeit, Gefäßbeweglichkeit. Das heißt, das Herz hat die Unterstützungen von den Kleinstgefäßen, die haben eine eigene Pumpfrequenz. Und man rauskommt es bei einem gesunden und jungen Menschen, also ich würde es mal uns beide als gesund und jung betrachten, ja. Aber herauskommt, dass diese Kleinstgefäße ungefähr im Schnitt 1 bis 5 Mal pro Minute auf und zu gehen. Also deutlich langsamer, wie das Herz seine Schläge vorgibt. Aber dieser Rhythmus ist uns Körper angeboren. Der wird weder verbal angesteuert noch durch Muskel kontaktiert. Körper angeborene autorhythmische Bewegung. Und im Krankheitsfall kann dieser Gefäßrhythmus zurückgehen bis zu 1 Mal in 10 Minuten. Dann redet man wirklich über den schweren chronisch kranken Patienten. Und dieser Rhythmus, diese Vasomotion ist der Motor für die Kapillardurchblutung. Herz für die großen, für 1/4 der Gefäße. Die Vasomotion ist der Motor für die Kapillardurchblutung, die immerhin 3/4 der Gesamtdurchblutung ausmacht und die immerhin 100% von unserem Stoffwechsel reguliert. Okay, ich erkläre es mal ganz kurz mit meinen Worten. Und zwar ist es so, dass wenn ich pumpe als Blut habe, kann es nicht alles andere versorgen. Mit dieser Geschichte der Vasomotion, der stärkeren Vasomotion,
komme ich wirklich in alle Geschichten hinein, die, ja, wir nennen es Krankheit oder Entzündung, na, einfach besser zu, um es besser zu versorgen. Habe ich da jetzt recht, Micha? Das heißt, aufgrund, dass wir mit der BEMA-Therapie den natürlichen Gefäßrhythmus im Körper antriggern, ja, und diesen wieder verbessern, kann das Blut sich im Körper besser verteilen und nimmt teilweise auch bessere Blutfließeigenschaften an. Und eben, also es wird bedarfsgerecht versorgt und dann reguliert der Körper selbst. Wie wir wissen, ein Arzt kann keine Krankheiten heilen, ja, der BEMA auch nicht, das Medikament auch nicht, sondern nur unser Körper selbst. Und der BEMA wie andere Maßnahmen sind die Unterstützungen, um den Körper eben selbst in die Situation zu bringen, es alleine tun zu können, sich alleine auch wieder ja, zu regenerieren. Was kann ich jetzt als Grundvoraussetzung bringen, dass ich eine bessere Basisfunktion im Körper grundsätzlich habe? Wäre das jetzt schon eigentlich, wenn ich viel Wasser trinke und dann die Gefäßtherapie mache, ist dann schon noch ein besserer Effekt da zu erwarten? Also auf jeden Fall ist eins wichtig, wenn ich die BEMA-Therapie anwende, vorher und auch nachher ein Glas stilles Wasser zu trinken. Ja. Eine Therapie dauert in der Regel 8 Minuten. Ich kann eben, man sagt mal, auch Sport ist gut für die Durchblutung. Ideal, vor allem für die großen Gefäße. Ja, also Sport, was Besseres gibt es eigentlich, was Natürliches gibt es gar nicht. Ja. Aber für die Kleinstgefäße, die sind von momentan mal ein bisschen Sport machen, sagen wir mal ein bisschen, ja, Sport machen, relativ unbeeindruckt, weil eben dieser Gefäßrhythmuskörper angeboren ist. Den kann ich nicht trainieren wie ein Muskel, den kann ich nicht trainieren wie das Herzen oder eben die großen Gefäße. Und deswegen ist die BEMA-Therapie eben so eine wunderbare begleitende Therapie zu allen Gesundheitsmaßnahmen, die ich vielleicht sowieso schon mache, weil es setzt eine ganz große Voraussetzung. Ich nehme an, du nimmst auch ein bisschen was gesunde Ernährung zu dir, du siehst recht fit aus, Markus, nehme ich an. Danke. So, und all die Dinge, die wir einnehmen, die auch wir in unserer Familie nehmen, ja, müssen die an der Körperzelle ankommen. Und da ist BEMA halt ein idealer Teamplayer. Ich sag mal so schön, wir wenden das Prinzip der Volksbank, Raiffeisenbank an, wir machen den Weg frei im Körper. Ja. So, und wenn ich dann eben Dinge additive einnehme, dann werden die viel besser verstoffwechselt. Die Zelle kann dadurch deutlich mehr Energie produzieren, ja, und auch die Stoffwechselendprodukte, die entstehen, werden noch viel besser aus dem Körper rausgeschwemmt. Krass, es ist wirklich für 8 Minuten Zeitaufwand, frühst, ne? Oder vormittags, genau, und abends. Und abends, zweimal. Für 16 Minuten am Tag eine deutlich gesteigertes Wohlbefinden und Gesundheit. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert, sich mit dem Thema mal auseinanderzusetzen. Und da wäre der Michael wirklich ein guter Ansprechpartner oder bei uns im Studio. Ich habe es mir erklären lassen. Wir hatten fast ein Jahr das als Testphase bei meinem Papa und sind dadurch erst wirklich, ja, man muss mich schon mit bestimmten Dingen überzeugen. Das habe ich auch über die Zeit gemacht. Man muss an bestimmte Dinge nicht glauben, dass sie trotzdem funktionieren. Das kann ich hiermit bestätigen. Ja. Und alles, was uns am Ende in Lächeln auf die Lippen zimmert, ich sag's auch mit meinem Namen und mit meiner Sprache, das ist auf jeden Fall eine Überlegung wert. Ja. Leute, genießt euer Leben, schafft was im Leben und danke an den Micha, ja, für das Interview heute. Hab mich gefreut, Markus. Ja.